Nils, 4 Tore in einem Spiel macht man nicht so oft. Erläutere mal das Spiel in Paderborn kurz aus deiner Sicht. Ja, von der Mannschaft her gesehen war es einfach eine richtig gute Trotzreaktion nach dem Pokal aus und haben die richtige Reaktion gezeigt, dass ich natürlich dann auch am Ende 4 Tore schieße. Ja, dann freut mich sehr, aber auch ja, nicht so schwer in dem Spiel. Wurde immer gut in Szene gesetzt und dann war es dann auch für mich dann ein bisschen einfacher und dann konnte ich auch mal ja, zu 4 Toren ganz leicht ansetzen auf einmal. Ja. Wenn man jetzt auf die Torjägertabelle mal guckt, wenn man es denn macht, Platz 1 mit 19 Toren, 3 Tore vor Benjamin Auer, der auf dem zweiten Platz ist, guckst du denn selber auf die Tabelle oder sagst du, interessiert mich nicht? Nein, da würde ich lügen. Ja, also man guckt natürlich drauf, wenn man einmal da vorne ist, dann möchte man auch gerne da vorne bleiben, ohne davon abzuschweifen, dass man natürlich für die Mannschaft arbeitet. Aber die Mannschaft setzt mich so oft gut in Szene, dass ich dann auch in der Torschützenliste vorne bin. Deswegen gebe ich das dann auch mit Arbeit zurück. Und wenn am Ende dann natürlich dann weiter in der Platz 1 bleibt, dann freut mich das natürlich persönlich sehr.